Schon gut, schon gut. Du hast hier nichts zu suchen. Warte, ist das Blut? Bei den Ahnen. Da sind sie! Ergreift sie! Weg mit den Waffen. Ganz langsam. Wenn ihr euch wehrt, wenden wir Gewalt an. Eure Flucht aus Orsamas Gefängnis hat die Wachen offenbar verblüfft. Bis eine der Wachen deinen Freund als Berats Helfershelfer erkannte. Jedenfalls steht auf Vorgeben einer höheren Kastenzugehörigkeit der Tod. Wenn dieser Berat wirklich so einflussreich ist, steckt er vielleicht auch hinter diesem Betrüger Evert. Er ist tot? Berat hatte zwar viele Feinde, aber auch sehr mächtige Freunde. Berat hätte uns umgebracht, wenn sie ihm nicht zuvorgekommen wäre. Deine Freundin hat einmal mehr ihren Mut unter Beweis gestellt. Wir grauen Wächter reisen durch die Lande auf der Suche nach vielversprechenden Rekruten. Und mir scheint, ich bin fündig geworden. Lass es mich so sagen. Ich, Duncan von den Grauen Wächtern, lade dich hiermit ein, unserem Orden beizutreten. Nein. Diese Frau wird des Hochverrats beschuldigt. Das könnt ihr nicht tun. Oh doch, das kann ich. Du müsstest mich allerdings zur Oberfläche begleiten und dein Volk verlassen. Dafür hättest du aber die Chance, der dunklen Brut und der Verderbnis zu trotzen. Dann rekrutiere ich dich hiermit vor diesen Zeugen für den Orden der Grauen Wächter. Sei willkommen. Das ist unerhört. Die Kriegerfamilien werden erbost sein. Sieh dich an, Staubfresser. Ein Wächter. Und ich kannte dich schon, als du noch Brot gestohlen hast. Bevor wir den tiefen Wegen trotzen, möchte ich dir diesen Streitkolben schenken, weil du selbst so wenig besitzt. Er gehörte einmal dem Wächter Forrel Edukan. Er war ein Verwandter deines Königs. Ich bin sicher, du wirst seinem stolzen Vorbild folgen. Lebt wohl, meine Freunde, und danke für eure Gastfreundschaft. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet eine vielversprechende Rekrutin. Ist sie das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Es gibt keinen Grund für Förmlichkeiten, Duncan. Immerhin werden wir gemeinsam Blut vergießen. Hallo, meine Liebe. Wie ist euer Name?
Da habt ihr aber einen wilden Neuzugang, Duncan. Und ich dachte schon, die Wächter bestünden nur aus langweiligen Priestern. Es ist gut, einer Angehörigen des ehrenhaften, kräftigen Volkes außerhalb Orsamas zu begegnen. Das klingt, als stecke eine Geschichte dahinter. Wir beide müssen uns irgendwann einmal in Ruhe unterhalten. Ich war schon in Orsamar. König Endrin hat meinen Vater vor langer Zeit zu einem großen Tornei eingeladen. Wie geht es, Endrin? Nun, es scheint, als sei eure Geschichte noch interessanter, als ich angenommen hatte. Ich meine natürlich, nachdem wir die Verderbnis besiegt haben. Ich bezweifle, dass Logan mir bis dahin auch nur einen Moment Ruhe gönnen wird. Erlaubt mir, der Erste zu sein, der euch in Ostagar willkommen heißt. Die Grauen Wächter werden enorm davon profitieren, euch in ihren Reihen zu haben. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Logan brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliffe in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Logan noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Das ist wahr. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Aber nicht hoch genug, um auf die Verstärkung der Grauen Wächter von Orlais zu warten. Er denkt, unsere Legende allein mache ihn unverwundbar. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Taren Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Du hast recht. Wir haben noch Zeit. Das Ritual beginnt erst bei Einbruch der Nacht. Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Das Ritual dauert nicht lang, aber es bedarf einiger Vorbereitung. Wir müssen bald anfangen. Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Bis dahin muss ich mich noch um einiges kümmern. Wenn du mich brauchst, findest du mich beim Zelt der Grauen Wächter auf der anderen Seite dieser Brücke.